Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin. Im letzten Part haben wir Tragan, den letzten der Top 4, besiegt. Und mittlerweile haben wir leider auch Starmen verloren. Und ich sehe gerade, Aquana braucht eventuell noch eine kleine Heilung, bevor wir zum Champ vordringen. Ah, was soll der Geiz, kommen? Wir heilen unser Team komplett auf. Omega Rubin kriegt auch einen Hypertrank, obwohl es Verschwendung ist, macht aber gar nichts. Ich habe genug von dem Scheiß. Und Freddy ebenfalls. Gut, ich lasse Vivi vorne und betrete die nächsten Räumlichkeiten. Ich bin gespannt, was der Champ für Pokémon dabei haben wird. Ich hoffe auf ein schwaches Team, aber wir werden es gleich sehen. So, da ist er. Willkommen, Shawnee. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und, was hast du alles auf deiner Reise mit deinen Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir geweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun zeige es mir. Okay, kannst du haben, Troy. Kannst du haben. Du hast 6 Pokémon, war klar, ein Xatu. Das ist vielleicht nicht die optimale Wahl. 57. Fuck. Okay, Aquana, dein Part. Okay, ist vielleicht jetzt nicht ganz so cool. Xatu, oh nein. Konfustrahl. Okay, okay, Aquana. Aquana. Eistrahl, bitte triff. Wunschtraum. Okay, damit kann ich leben, sofern Aquana jetzt trifft. Shit. Okay, es beginnt nicht ganz optimal. Nochmal Wunschtraum, was hat das Vieh vor? Aquana, komm. Dankeschön. Warum sind jetzt die Level 57? Was ist denn das letzte Pokémon von ihm? Level 60 oder was? Shit, das reicht nicht. Ja gut, es hält sich so oder so, ist klar. Wegen des Wunschtraumes. Was, so viel? Okay, ja, 50% glaube ich. Seer, uncool. Aquana, bitte nicht mehr verwirrt sein, okay? Nein, bitte nicht mehr verwirrt sein. Dankeschön. So, und das müsste ausreichen, um Pokémon Nummer 1 zu erledigen. Tschüss, Xatu. Ja. Sehr schön. Als nächstes kommt ein Papinella. Warum dann nicht Freddy in den Kampf schicken, das aber mittlerweile auf Level 55 ist? Das Pokémon sollten wir eigentlich schnell aus dem Weg schaffen mit dem Flammenwurf. Hier hast du. Ja, im Original war der Champ dann schon eine große Herausforderung. Aber ich sollte die Klappe nicht so weit aufreißen, denn ja, der Kampf ist noch nicht vorüber. Hm? Ein Ibitak. Haben wir ein Elektro-Pokémon? Nein, haben wir nicht. Aber ich denke, Omega Rubin dürfte da eine gute Wahl sein. Ja, ja, die Sonne ist auch da. Ist gut. Wobei, ja, im Moment ist es gut, aber vielleicht später nicht mehr so. Okay, okay. Seer dürfte auch bald treffen, würde ich sagen. Und ich setze auf die Antikkraft. Spiegeltrick! Natürlich schlägt das fehl, wenn du schneller bist als mein Omega Rubin. Das wollte ich sagen. Und Boost! Shit, kein Boost. Und jetzt kommt der Seer. Bums und... Ja, kann ich damit leben. Boah, Schnabel, ja, da kann ich auch damit leben. Und nochmal Antikraft und weg ist dieses Ibitak. Ibitak ist schon irgendwie ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Obwohl ich ja früher mehr so ein Taubus-Fan war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Seit 10 Jahren, da wechseln wir wieder auf Freddy. Und die Sonne ist noch da, dürfen wir nicht vergessen. Deswegen wird der Flammenwurf sehr, sehr gute Dienste leisten. Ich könnte auch auf den Hitzekoller setzen, aber... Ist nicht nötig. Versteht ihr? Ist nicht nötig. Ey, was soll der Scheiß? Das finde ich jetzt gar nicht mal so toll. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Gar nicht mal so toll. Ich könnte jetzt eine Top-Genesung einsetzen, aber da kommt in der nächsten Runde bestimmt gleich wieder das Schlafpuder. Und deswegen... Ja, ist das vielleicht nicht ganz so toll. Fluchtwert sinkt, ja, ist mir egal.
Freddy, komm schon. Wach bitte auf. Wach doch bitte auf. Und am besten sogar, solange die Sonne scheint. Das wäre mir am liebsten. Nochmal Lockduft. Das hat das Vieh vor. Ist es scheiße? Sieht so aus. Ah, ist aufgewacht. Und Flammenwurf. Brenne. Sazenia, brenne. Und tschüss. War sogar ein Crit. Super, Freddy. Super. Okay, okay, okay. Ja, Erfahrungspunkte. Und als nächstes haben wir noch ein Entoron. Wisst ihr, was das macht? Angela. Und dann war, glaube ich, jeder mal dran. Kann das sein? Ja, Vivi wurde zwar ausgewechselt, aber es hat auch gekämpft quasi. Und Angela, dir habe ich ja die Schockwelle beigebracht. Es wird bestimmt nicht reichen, um Entoron zu besiegen, aber es dürfte ihm guten Schaden machen. Bams! Nicht mal die Hälfte! Okay. Das finde ich jetzt nicht ganz so cool. Verteidigung sinkt von Angela. Ja, okay. Was hat Troy vor? Was hat er vor? Wir haben schon Starman verloren. Ich will nicht noch jemanden verlieren, okay? Ratsfurie. Oh, geht daneben. Ha, leck dich. Okay, jetzt kommt bestimmt die Top-Genesung und dann könnte ich was anderes versuchen eigentlich. Und zwar den Spukball. Ich hätte auch gleich die Hypnose versuchen können eigentlich. Naja, mal sehen, wie viel Schaden der Spukball macht. Los, Angela! Hau rein! Ja, gut. Ein bisschen mehr hätte ich mir eigentlich erhofft. Und auch eine Senkung der Spezialverteidigung hätte ich mir erhofft, aber... naja. Moment, kann das bei Spukball überhaupt passieren? Nach diesem langen Arbeitstag bin ich mir jetzt da nicht mehr ganz so sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Nochmal Kreideschrei. Okay, da wäre eine Kratzfurie langsam aber sicher gefährlich. Aber die nächste Schockwelle wird dieses Entoron zurück in sein Pokéball befördern. Friss das hier! Bums! Und tschüss. Hat Spaß gemacht, Entoron. Dankeschön. Und zum Schluss haben wir ein Palimpalim. Vivi, los! Einfach nur, dass Vivi auch mal gekämpft hat. Was hat ein Palimpalim so drauf? Kann das Vieh schon eine starke Psycho-Attacken? Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach mal Toxin. Kann das Vieh Flammenwurf erlernen? Ich habe da sowas im Kopf, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Bodyguard. Ja gut, ich meine. Ja gut, ich meine. Bringt jetzt gar nichts mehr. Sonne scheint. Die Synthese von Vivi wäre jetzt sehr effektiv. Was heißt sehr effektiv? Es würde extrem viel bewirken. Und ich versuche mal Rasierblatt. Bams. Ja, super. Ein Crit. Perfekt. So will ich das sehen. Psychokinese. Holy shit. Okay. Der Schaden hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber so ist gut. Was? Was? Zitrubeere. Leck dich. Leck dich. Solange die Sonne noch scheint, setze ich mal auf Synthese. Und dann, sobald das Gift noch ein bisschen gewirkt hat, kann ich nochmal angreifen mit dem Rasierblatt. Kein Crit jetzt. Ja, ich könnte es jetzt schon riskieren, aber... nee. Nee. Wie gesagt, ich will niemanden mehr verletzen. Verlieren meine ich. Verletzen ist gut. Okay, doch, ich denke, es reicht jetzt. Jetzt kommt schon die Top-Genesung. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Palimpalim war doch im gelben Bereich. Mein Gott. Okay, hat nicht viel bewirkt. Okay, Sonne scheint immer noch. Deswegen nochmal Toxin. Shit. Bodyguard ist immer noch aktiv. Habe ich jetzt total vergessen. Fuck. Ja, jetzt lässt der Bodyguard nach. Super. Okay, Sonne scheint immer noch. Deswegen noch Synthese. Unbedingt. Ja, Bodyguard habe ich jetzt definitiv vergessen. Es tut mir leid, das war ein schwerwiegender Fehler. Ich gebe es dir zu. Ja, ist gut jetzt. Okay, Vivi. Hau nochmal rein mit dem Toxin und dann erledigen wir dieses Mistvieh. Attacke geht daneben. Oh, komm schon. Mach sowas nicht.
möchte es jetzt mit Vivi zu Ende bringen. Unbedingt. Ja, das muss sein. Und ja, für diesen finalen Kampf werde ich keine Speed-Taste benutzen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Deswegen dauert es jetzt auch ein bisschen länger. Hallo, hast du noch was anderes drauf als Psychokinese? Vermute ich ja nicht, oder? Das ist doch wahr. Wie lange scheint denn bitte die Sonne? Nochmal Toxin. Na also. Und das wird dein Untergang sein, Palim Palim. Ja. Jetzt kommt der Bodyguard, dummes Vieh. Naja, was heißt dummes Vieh? Ich war selber so dumm und, ja, hab den Bodyguard außer Acht gelassen. Ich denke, es ist nicht dumm, jetzt nochmal diesen These einzusetzen. Dann könnte ich eigentlich mal testen, was Body Slam meine ich natürlich. Was das an Schaden anrichten kann. Ich kenne mich mit den Werten von Palim Palim wirklich überhaupt nicht aus. Aber wir werden es gleich sehen. Body Slam, Vivi. Bam. Naja, gut. Shit. Nach der Toxinwirkung wird es ganz bestimmt wieder in den roten Bereich fallen und dann kommt die nächste Top-Genesung. Uncool. Vielleicht auch nicht. Ich riskiere es. Shit. Hätte ja sein können, dass keine Top-Genesung kommt. Doch, es war klar. Es war klar. Nun gut. Nun gut. Aber wie gesagt, ich möchte diesen Kampf mit Vivi bestreiten. Die Sonne scheint immer noch. Deswegen Synthese. Ich glaube, das ist das letzte Mal. Vivi, langsam müssen wir uns beeilen, okay? Aber sowas von. Ne, wobei, ich habe noch Tränke, komm. Es passt schon. Bodyguard lässt nach, gut. Heißt für uns. Soll ich Toxin einsetzen? Nee, ich glaube nicht. Wir machen weiter mit dem Rasierblatt. Bams. Vielleicht kommt ja ein Crit. Nee, das war keiner. Hm. Wisst ihr, Vivi ist immerhin in der Lage, sich selber zu heilen. Palim Palim braucht ständig solche... Shit. Braucht ständig Tränke, wollte ich sagen. Aber jetzt muss ich auch auf Tränke zurückgreifen. Shit. Naja, was soll's. Ist der erste für Vivi, nicht wahr? Deswegen kein Problem. Risiko-Tackle. Du machst dir selber Schaden. Das ist sehr schön. So. Und jetzt reicht doch das Rasierblatt aus, wenn nicht nochmal eine Top-Genesung kommt, oder? Es kommt natürlich nochmal eine Top-Genesung. Brauche ich jetzt echt den ganzen Part für den Champ? Es sieht so aus. Nun gut. Wenn es denn so sein soll, dann soll es halt so sein. Dann soll es halt so sein. Nochmal Rasierblatt. Komm, ich greife jetzt einfach an. Dieses Toxin ist zwar super, aber wenn ständig eine Heilung kommt, dann... Ja gut, dann ist das Thema Toxin damit eh erledigt. Aber noch zweimal Rasierblatt und dann müsste es das endlich gewesen sein. Und dann gewinnt Vivi trotz den 4 Leveln Unterschied. Risiko-Tackle. Ja, ist gut. Kaum der Rede wert und roter Bereich. Wehe, jetzt kommt nochmal Top-Genesung. Dann nervst du mich langsam, Troy, okay? Dann nervst du mich echt langsam. Nee, kommt nicht. Und wir haben's geschafft. Danke, Vivi. Super gemacht. Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, Shoni. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Danke für die über 11.000 Pokédollar. What the fuck? Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst. Und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten. Sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht Höhnsneuer. Was zur Hölle? Shoni, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Hä? Moment mal, wie? Was? Shoni, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei? Ja, was macht ihr alle hier? Siehst du, was habe ich dir gesagt, Walter? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, um Shoni zu machen. Shoni, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Wütenbox City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber, dass du sogar den Champ besiegt hast und selber zum Champ geworden bist, oh ja. Was ist übrigens aus deinem Pokédex geworden? Lass mal sehen. Ham, ham, ham.
Du hast 172 Pokémon gesehen und 24 gefangen. Naja, das geht ja eigentlich. Einige Pokémon tauchen nur in bestimmten Regionen auf. Hab nur Geduld. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Shawnee. Nein, neuer Champ. Komm mit mir. Tut mir leid, Leute. Aber dieser Raum darf nur von den Champs betreten werden. Wartet bitte draußen. Auch du, Professor, okay? Ja, bleib draußen, Idioten. Ich mach nur Spaß, ist schon okay. So sind die Regeln. Shawnee, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Danke, Maike. Wir können uns nachher nochmal zusammen unter vier Augen unterhalten, okay? Ja, dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Gems der Pokémon-Liga geehrt. Ein riesiger Raum mit einer winzig kleinen Maschine. Ist ein bisschen Platzverschwendung, aber lassen wir das. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Ja, das möchte ich doch hoffen. Starman wird auch noch verewigt. Das finde ich gut. Es hat es sich verdient. Es war lange Zeit bei uns. Okay. Ja, speicher halt mal. Es dauert jetzt bestimmt seine Zeit. Nee, es geht schnell. Und da haben wir Vivi! Freddy! Starman! Omega Rubin! Angela! Und Aquana! Wunderschönes Bild. Das werde ich als Thumbnail verwenden, glaube ich. Ja, das sieht wunderschön aus. Und das bin ich. Champ der Pokémon-Liga. Spielt seit 42 Stunden. Ja, ich glaube auch. Das liegt nur an der Speed-Taste und daran, dass ich ein bisschen trainieren musste. Ein-, zweimal. Gut, und damit hätten wir den schönen Abspann erreicht, den ich natürlich laufen lasse. Ja, Leute, Pokémon Rubin. Ich glaube, das ist der Teil, beziehungsweise die Edition, die ich bisher am allermeisten durchgespielt habe. So oft wie noch keine andere, glaube ich. Blau habe ich auch oft durchgespielt, aber Rubin übertrifft, glaube ich, alles. Es hat einfach eine schöne Story. Man kann es wirklich relativ schnell durchspielen. Und wie ich gesagt habe, meistens spiele ich das Spiel mit drei Haupt-Pokémon durch. Und einem VM-Sklaven oder zwei. Aber im Normalfall ist wirklich dabei Sumpex, Angel hatte ich beinahe gesagt, Gardevoir und Schluckwech. Mit den drei Pokémon mache ich im Normalfall so gut wie alles. Ja. Manchmal hole ich mir noch ein viertes, so random und so. Aber im Normalfall sind wirklich nur noch VM-Sklaven zusätzlich dabei. Ja, und ich fand es schön, dass ich jetzt ein Gardevoir dabei haben durfte. Und das so früh im Spiel. War wirklich super. Ja, vielleicht fragt ihr euch, was kommt jetzt noch? Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Die Regis werde ich mir nicht holen. Nee, das ist so umständlich, glaube ich. Ich werde im nächsten Part mir noch Rayquaza holen. Auf dem Weg dahin werde ich mir noch ein Pokémon holen können, auf dieser Route, glaube ich, zuvor. Dann in Fleetburg City kann ich mir noch ein Pokémon holen. Dann könnte ich noch weiter nach Westen surfen, aber das unterlasse ich. Da könnte ich mir auch noch was fangen. Das lasse ich aber. Dann kann ich mir noch im Himmelsturm was fangen. Und wie gesagt, der Abschluss wird dann Rayquaza sein. Ich denke oder ich hoffe, dass ich das in einem Part unterbringen kann. Und ja, doch, das sollte funktionieren. Und dann war es das leider auch schon mit diesem Projekt. Randomizer, wirklich eine super Sache, muss ich sagen. Es macht das Ganze doch, ja, irgendwie random. Ja, super Aussage. Nee, es macht doch Spaß, wenn man wirklich mit dem zurechtkommen muss, was das Spiel einem bietet. Und machen wir uns nichts vor. Das Spiel hat es echt gut mit mir gemeint. Auch in der Pokémon-Liga. Wirklich ein Problem war da jetzt nichts. Okay, wir haben Starman verloren, das war scheiße. Und das Groudon, was da war, das hat sich schon sehr gut gehalten gegen mein Omega Rubin. Aber ein bisschen eine Herausforderung muss ja da sein, nicht wahr? Aber ansonsten hat es gut funktioniert. Und da war gerade unser Starter zu sehen, Deoxys. Ja, das leider nicht mehr bei uns im Team ist. Ja. Ein paar Pokémon haben wir verloren, aber ich finde, es hat sich in Grenzen gehalten, obwohl es ja doch ein bisschen zu viel waren. Naja, kann man nichts machen.
Gut, ich glaube, der Abspann ist zu Ende. Ja, da steht sogar Ende. Und damit würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Pokémon Rubin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!